Na, Kollegen, macht Spaß so früh, was? Ja, was gibt's denn? Selbstmord. Was? Wegen sowas scheucht ihr uns um diese Zeit hierher? Das war Stolz, wie macht das mit dem an? Wer sind der Tote? Rudi Benninger. Otto Benninger. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich hab ihn gefunden. Das haben Sie bereits ausgesagt. Ich komme da rein und plötzlich stoße ich gegen die Beine vom Chef. Mann, hab ich mich verjagt. Der hat da richtig gebaumelt. Hin und her, wie eine Glocke. Das haben wir bereits alles. Am besten, Sie gehen jetzt nach Hause. Haben wir Ihre Personalien? Kommen Sie doch mal mit. Wo ist denn Stolzi? Hier. Sag mal, du hast sie wohl nicht alle. Das einzige freie Wochenende. Dann holst du uns wegen sowas. Kommt mal mit. Und du kannst dich hier mal umsehen. Was soll ich mich denn hier umsehen? Ich erklär's dir später. Gehen wir da ins Büro. Stolzi und seine Nase. Der riecht sogar am Braten, wenn keiner da ist. Hauptsache, er hält uns in Bewegung. Kein Selbstmord? Wenn das ein Selbstmord war, heiße ich Max. Wo sind die Beweise? Maximilian? Ihr werdet die Fotos sehen. Kein Mensch hängt sich so auf. Und dann die Leiter, auf der er gestanden haben soll. Kein bisschen schmutzig, nicht mal ein Fleck. Obwohl Benninger kurz vor seinem Tod durch eine Öllache gelatscht ist. Und ihr werdet sehen, die weiteren Beweise liefert uns Dr. Hausmann. Hat er irgendwas bei sich gehabt? Abschiedsbrief oder sowas? Nur ein paar Schlüssel. Für die Halle hier, für den Safe in seinem Büro und für seinen Schreibtisch. Sein Bruder ist da. Ja, wir kommen gleich. Was, sein Bruder? Ja, Gustav Benninger. Ist das ein Mitbesitzer? Nein, nur Geschäftsführer. Der hat früher mal eine eigene Firma gehabt. Aber damit ist er baden gegangen. Du, Pepe, guck mal hier. Was ist denn los? Na, guck mal hier. Oh, ja, Wahnsinn. Das ist ein geiles Gefährt. Sehr irre. Was muss man dafür anlegen? 5 Jahresgehälter? Da kommst du nicht mit aus. Sag mal, hier muss es aber einer verdammt eilig haben mit seiner Lackierung. Hier, guck mal. Naja, der ist noch feucht. Warum machen Sie das am Wochenende? Keine Ahnung. Guck dir das mal an hier. Was mit deinem Mantel auf? Ja, ja. Ein mit Magneten präpariertes Nummernschild. Ist doch komisch. Ach komm, muss doch nichts heißen, oder? Nee, muss nicht, kann aber. Ist doch sonderbar. In der ganzen Werkshalle hier nur Mittelklassewagen oder darunter, bis auf den hier. Mhm. Gestern. Gestern Morgen ganz früh, da hat er schon seine Kluft an, wie jeden Freitag. Bitte, Herr Benninger. Ja, gestern Morgen. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Ja, haben Sie Ihren Mann denn nicht vermisst? Und wie sollte sie denn? Dann lassen Sie doch Ihre Schwägerin reden. Ich habe geglaubt, er ist in Wrist. Wie jedes Wochenende. Ja, war nicht ganz einfach für mich als Geschäftsführer. Ab Freitagmorgen, da war er nicht mehr greifbar. Da war er auf seiner Jagd in Wrist bis Montag. Ich habe ja nicht ahnen können, dass er... Warum glauben Sie, hat er das gemacht? Hatte er irgendwelche Schwierigkeiten? Geschäftlich? Überhaupt nicht. Seine Firma ist gesund. Im Gegenteil, wir wollten sogar noch expandieren. Und privat? Nicht, dass wir wüssten, nicht wahr, Margit? Margit, war doch so, oder? Sein Schreibtisch war randvoll mit Pillen. Schlaftabletten, Auffäller, Beruhigungsmittel und jede Menge Pervitin. Und dazwischen 5 Päckchen Kokain, Frau Benninger. Mein Mann hatte psychische Probleme. Depressionen. Ganz schlimm. Und davon haben Sie nichts bemerkt? Doch. Doch, ja, natürlich habe ich das. Aber erst mein Bruder, mein Gott, muss das vor aller Öffentlichkeit ausgebreitet werden. Vor uns schon. Schließlich haben wir seinen Tod aufzuklären. Auch wenn er ihn selbst herbeigeführt hat. Ja, er hat Pillen geschluckt. Massenhaft nachts Rohypnol, morgens Pervitin und zwischendurch Aufheller und jede Menge Aufputschmittel. Und Sie meinen, das hat zum Selbstmord geführt? Hm? Was denn sonst? Er hatte ja keinen Grund. Das Zeug hat ihn fertig gemacht. Zuletzt war er ein ganz anderer Mensch. Seine Wutanfälle, es war doch nicht normal. Da und dieses hat keinen Zweck mehr, ich mach Schluss. Das konnte ja kein Mensch mehr aushalten. Ach, hat er sowas gesagt? Frau Benninger? Einmal?
Das war seine ständige Redensart. Ich will nicht. Du musst aber essen. Das ist doch ganz wichtig jetzt, Vera. Ich kann nicht. Nur einen Haps, bitte. Meinetwegen. Wird ja doch nichts. Aber Kleines. Bring mich raus hier. Du warst doch die ganze Zeit immer so tapfer. Du darfst jetzt nicht den Mut verlieren. Dann wirst du auch wieder gesund. Du musst nur fest daran glauben. Ich bin zu müde. Dann schlaf. Ruh dich aus, Vera. Schlaf ein. Keine Angst, ich bleib bei dir. Ich geh nur kurz mal raus. Wenn du aufwachst, bin ich wieder da. Herr Doktor. Herr Kohl, was gibt es denn noch? Wir haben doch nun schon wirklich alles besprochen. Meine Frau wird von Tag zu Tag weniger. Wann wird sie denn endlich operiert? Ich kann Ihnen immer nur wieder dasselbe sagen. Sobald sich Ihr Allgemeinzustand bessert. Vorher nicht. Sie müssen Geduld haben. Kopf hoch. Das wird schon wieder. Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Noch etwas, Herr Kohl. Wenn Sie wollen, können wir Ihre Frau jetzt in ein anderes Zimmer verlegen. Warum denn? Ja, ich dachte, wegen der Versicherung. Nein, ich will, dass sie in dem Einzelzimmer bleibt. Ich bringe das schon auf. Wie Sie wollen. Ich dachte nur. Ja, bitte. Entschuldigung, mein Vater hat mich angerufen, dass mein Onkel verunglückt ist. Ich bin Claudia Benninger. Ihr Vater ist in seinem Büro. Das ist ja schrecklich. Wie ist denn das passiert? Das kann Ihnen am besten Ihr Vater sagen. Mein Stiefvater. Du, hier steht ein 500.000 Mark Schlitten. Hä? Ja, guck mal hier, gerade frisch lackiert. Wir haben ihn überprüft, er ist gestohlen worden. Gestern, Freitagmittag. Du meinst, die haben ihn ja umgespritzt, um ihn zu verschieben? Das liegt doch auf der Hand. In letzter Zeit sind eine Menge Exoten gestohlen worden und keiner ist wieder aufgetaucht. Vielleicht hat auch der angebliche Selbstmord von Benninger damit zu tun. Ja, das ist möglich, das ist durchaus möglich. Sag mal, wo ist eigentlich Kalle? Der redet noch mit den Benningers. Puh, ein teurer Schlitten. Naja, du, sowas findest du nicht alle Tage, du. Ja, und sowas lässt man auch nicht einfach sausen. Ja, du glaubst denn nicht etwa, dass die den jetzt noch abholen? Warum nicht? Wenn die mit dem Mord nichts zu tun haben? Falls es sich überhaupt um Mord handelt. Wenn der sich nämlich selbst aufgehängt hat, dann weiß es nur seine Familie und wir. Das ist aber nur eine ganz kleine Möglichkeit, ne? Immerhin groß genug, um die Halle zu überwachen. Ja, dann viel Vergnügen. Ich leg mich erst mal aufs Ohr. Das glaube ich nicht. Wir teilen uns die Rechnung. Du und deine Leute observieren bis heute Abend und dann lösen wir euch ab. Ich denk nicht dran. Wie kommen wir dazu? In wessen Revier ist das hier eigentlich? Doch wohl deins, oder? Ich habe keinen Hunger. Rainer, nun lass dich doch nicht so gehen. So hilfst du Vera auch nicht. Komm, iss jetzt. Lass mich doch in Ruhe, Helga. Du bist ja schlimmer als Mutter. Das macht nichts. Mutter hat mir gesagt, ich soll mich um dich kümmern und das tue ich jetzt. Ob dir das nun passt oder nicht. Ich habe keine Lust mehr. Das hat doch alles keinen Sinn.
kannst du strampeln, so viel du willst. Du kommst einfach nicht raus aus dem Dreck. Rainer, nicht aufgeben. Mutter hat immer gesagt, irgendwie geht's schon weiter. Und wenn es auch noch so finster aussieht. Mutter. Und die hat nie aufgegeben. Und irgendwie hat sie es immer geschafft, uns durchzubringen. Und das war damals wirklich eine schlimme Zeit. Du bist jetzt in einem schrecklichen Tief. Aber morgen, morgen kann schon alles wieder ganz anders aussehen. Glaub mir, das geht manchmal ganz schnell. Hm? Natürlich. Schon gut. Es tut mir leid. Na, hör mal, ich bin doch deine Schwester. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Nein, danke, wirklich nicht. Du hast schon genug getan. Was machst du heute Abend? Ein bisschen Fernsehen. Ich gehe früh schlafen. Also gut, dann verschwinde ich jetzt. Mittwoch komme ich wieder. Und sauf nicht. Das ist keine Lösung. Sich überhaupt nichts, alles tot. Verschwendete Zeit, sage ich euch. Schon gut, reg dich nicht auf. Wenn es ruhig bleibt, lade ich euch ein. Ja, der nächsten Fettenbude, was? Zum Griechen. Gib's mir lieber im Bar. Gute Nacht, Kollege. Du kannst mich mal. Tut mir leid, Dieter, aber ich kann dir nichts anderes sagen. Dein Vater war krank. Davon habe ich nichts gemerkt. Das konntest du doch auch gar nicht. Du warst doch die meiste Zeit in München. Aber ich habe doch mit ihm telefoniert. Vorgestern noch. Da war ganz in Ordnung. Ja, natürlich, warum denn auch nicht? Er war ja nicht... Rudi hatte... Er hatte Depressionen, aber er war doch nicht verrückt. Und zuletzt war es furchtbar. Wenn er seine Depressionen hatte, dann war er nicht ansprechbar. Nachts hat er an seinem Schreibtisch gesessen und stundenlang vor sich hingestarrt. Ich wollte ihm helfen, aber er hat mich gar nicht wahrgenommen. Er hat durch mich durchgesehen. Warum hast du mir nie was davon gesagt? Ich wollte dich nicht damit belasten, während deines Studiums. Und außerdem habe ich ja immer noch gehofft, dass es vorbeigeht. War er in Behandlung? Wenn man das Behandlung nennen kann, er hat jede Menge Medikamente bekommen. Alles so Bomben, so Brummer, die seinen Zustand nur noch verschlimmert haben. Wie heißt der Arzt? Kleber. Dr. Kleber, von dem hat er bekommen, was er wollte. Ja, aber nur die erste Zeit. Am Schluss hat Dr. Kleber ihm überhaupt nichts mehr verschrieben. Er wollte, dass Onkel Rudi in eine Klinik geht. Und woher hat er dann die Pillen und Tropfen? Sein ganzer Schreibtisch war doch voll davon. Sag mal, willst du schon gehen? Ich muss das erstmal alles verdauen. Armer Junge.
Das ist ein furchtbarer Schock für ihn. Dieter, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Ja, danke. Ich rufe dich morgen mal an, ja? Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Ist in Ordnung. Dieter, warte doch auf mich. Gute Nacht, Claudia. Tschüss. Hm? Willst du auch einen? Nee, danke. Du magst deinen Dieter, nicht? Hm. Sehr sogar. Ja, dann kümmere dich doch ein bisschen um ihn. Vielleicht wird eines Tages mehr draus. Wie meinst du denn das? Naja, wäre doch ganz schön, wenn alles in einer Hand bleiben würde. Er ist mein Cousin, nichts weiter. Und ich bin seine Cousine. Eine Angeheiratete. Ich habe ihn sehr gern, ja, aber ich liebe ihn nicht. Jedenfalls nicht so, wie du es gern möchtest. Und wenn er 10-mal die Firma erbt. Claudia, was redest du da für einen Unsinn? Die Firma erbt Tante Margret, nicht Dieter. Nicht abbrechen, du. Eine halbe Stunde noch bis 3, dann machen wir Schluss, okay? Mann, kannst du hartnäckig sein. Ja, manchmal. Erst rauskommen. Polizei, steigt sie aus und nehmen die Hände über den Kopf. Steigt sie aus. So ein Mist, und was jetzt? Die kommen nicht weit. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Ja, aber trotzdem, du, das wird ganz schön Ärger geben. Und wenn schon. Wo ist denn Kalle? Kalle! Kalle! Mensch, Kalle. Kalle, was ist denn? Hier! Ist es schlimm? Wie soll ich denn das wissen? Hol einen Krankenwagen, du machst schon, beeil dich! Kein Quatsch. Ich spür, das ist nicht so schlimm. Nicht sprechen, Kalle. Streng dich nicht an. Der Arzt muss gleich da sein. Ja, ein Krankenwagen. Ins Autohaus Benninger. Die Nacht, woher bleibt. Oh. Komm, nicht bewegen, Kalle. Bleib liegen. Ganz ruhig. Komm, bleib ganz ruhig. Oh. Shh.
was gefunden, Karl? Ja, jede Menge Abdrücke. Das kann Wochen dauern, bis die ausgewertet sind. Aber ich glaube kaum, dass die richtigen dabei sind. Ja, das fürchte ich auch. Nicht mal Anfänger machen solche Fehler. Und das hier, das waren Profis. Das stimmt. Ja. Na? Hier, der steckt im Schloss von der Tür. Ist doch wenigstens was. Ja. Der hatte keine Zeit mehr abzuschließen. Ne? Mhm. Wie sieht's aus, Pepe? Was sagen die Ärzte? Nicht viel. Es ist nicht lebensgefährlich, aber was Genaues können Sie natürlich erst nach der Operation sagen. Ich könnte mich ohrfeigen. Wir haben die Sache wie Idioten durchgezogen. Also, weißt du, wenn du mich fragst, ich finde es den totalen Wahnsinn, sowas allein zu versuchen. Was hätte man denn anderes machen können? Mensch, du hättest Verstärkung anfordern können. Na, was, wie denn? Wir hatten noch nichts Definitives in der Hand. Lara weiß man immer alles besser. Ich meine ja nur. Doch du Klugscheißer! Du hört auf damit! Wir haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, als uns gegenseitig anzugiften. Und jetzt? Soll ich mal zu Donner fahren? Wieso denn zu Donner? Naja, der leitet doch seit letzter Woche das Dezernat für organisierten Kfz-Diebstahl. Ach so. Na, dann mach das. Okay. Und was machen wir? Wir träumen erstmal Benninger aus dem Bett. Okay. Ey, Schwachsinn, Junge, Schwachsinn. Du kannst doch nicht einfach losballern, bloß weil die Bullen ihre Lichtlein anzünden. Und du fährst nicht so schnell. 50. Korrekt, 50. Ja, ja. Halt an, lass mich fahren. Komm. Warum? Sowas kann jedem passieren. Ja, jedem, aber nicht uns. Halt an, verdammt nochmal! Habt ihr nicht gleich die Ringfahndung angeleiert? Ja, na klar, aber wir haben uns natürlich erstmal um Kalle gekümmert. Ah, dann sind sie weg. Ja, das werden die sowieso. Es dauert doch eine Ewigkeit, bis sowas steht und dann die Nacht von Samstag auf Sonntag. Lass das bloß nicht einen von unseren Häuptlingen hören. Die sind verdammt stolz darauf, was die ausgetüftelt haben. Keine Gefahr. Mit mir hat noch keiner von denen da oben gesprochen. So, ich bin soweit. Ja, vielen Dank. Ja, dann wollen wir mal. Nehmen wir zuerst mal die Exoten, nur in Norddeutschland. Ja. Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Wer sagt's denn? Fast alle am Wochenende geklaut. Aber das kann nicht nur eine Bande gewesen sein. Jetzt wollen wir mal sehen, welche Schiffe an jedem drauf folgenden Sonntag ausgelaufen sind. Die Akropolis viermal nach Athen, die Suleiman fünfmal nach Tripolis und die Sea Queen auch viermal, aber nach Beirut. Tja, das wär's. Weiter sind wir noch nicht. Und liegt da jetzt ein Schiff von denen im Hafen? Das müsste ich jetzt feststellen. Wenn ihr mich gleich eingeschaltet hättet, dann wüssten wir das schon. Na, wir wollten dir dein Wochenende nicht kaputt machen. Hochanständig. Der ganze Sitz ist voller Blut. Er muss ins Krankenhaus. Nein. Du kannst ihn doch nicht krepieren lassen. Der geht drauf. Ohne Arzt ist er erledigt. Wir legen ihn einfach vors Krankenhaus und hauen ab. Kannst du gleich zur Kripo bringen. Der hält nicht dicht in seinem Zustand. Geht nicht. In seinem Zustand können Sie ihn gar nicht verhören. Den lässt man gar nicht an sein Bett. Du bist ja nur noch naiv. Über die Brücke gehe ich nicht. Ich schon. Kein Krankenhaus. Ende Banane. Ich fahr's nach Zelle, da kenn ich den Sani aus dem Lazarett, der fliegt ihn zusammen. Bis dahin ist er tot, das hält er nicht durch. Jetzt muss er zum Arzt. Jetzt muss er erstmal deine Fresse halten. Sieh zu, dass du irgendwas abbinden kannst bei ihm. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Kann er nicht, kann er nicht. Hast du mal ein Eisen dabei? Ja, und die zwei Magazine. Mein Gott, muss denn das jetzt sein? Also gut, ich komme bis gleich. Wo gehst du jetzt noch hin? Claudia, zur Polizei. Warum? Bei uns in der Firma ist geschossen worden. Wer hat geschossen? Das weiß ich noch nicht. Die wollen, dass ich komme. Die haben ein paar Fragen. Komm, leg dich wieder hin. Das dauert sicherlich. Hm. Und wenn Tante Margit anruft, dann sag ich,
Ich melde mich, sobald ich kann. Dieter? Warum hältst du? Zieh dein Pullover bei uns. Warum? Mach schon. Was ist so blöd? Komm, halt fest. Da bist du verrückt, was soll das? Du musst die anderen auch. Los, richtig festhalten, ja. Mensch! Das ist sowieso ein Scheißpullover. Hier, halt den fest hier. Okay, aufziehen. Okay. Nicht schlecht heute Nacht. Ein Biss nach dem anderen. Ich habe sogar einen Wels erwischt. Herzlichen Glückwunsch. Ah, der hat ganz schön gekämpft, der Bursche. Ich habe gedacht, er reißt mir die Schnur ab. Übrigens, ich habe auch einen Karpfen. Wollen Sie den für heute Mittag? Vielen Dank, sehr freundlich. Aber Sie wissen ja, für mich allein koche ich nicht. Na ja, vielleicht das nächste Mal. Vielen Dank trotzdem. Viele Grüße an Ihre Frau. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich höre, was Sie sagen, aber es geht nicht in meinen Kopf rein. Da arbeitet man hier Jahr um Jahr, alles läuft bestens, die Firma floriert, die Arbeiter sind zufrieden, das Management versteht sich blind und plötzlich bricht es über einen herein. Ein Schlag nach dem anderen, dass man es regelrecht mit der Angst zu tun kriegt. Wieso? Wovor haben Sie denn Angst? Bevor ich Angst habe vor der Zukunft. Mein Bruder war die Seele des Geschäfts. Ach, Sie haben sich also gut verstanden. Er war mein Bruder, das sagte voll alles. Gab es eine Arbeitsteilung oder haben Sie alles zusammen gemacht? Mein Bruder war für den Werkstättenbereich zuständig, ich für den Verkauf. Kaufmännisch, verstehen Sie. Ach ja, der hier steckte im Schloss vom Tor. Wie viele gibt es davon in Ihrer Firma? Einen hatte mein Bruder. Den haben wir bei ihm gefunden. Einen hatte unser Werkmeister und ich habe auch einen. Was, nur drei? Für die große Firma? Ja. Nur drei, mein Bruder wollte so. Kann ich Ihren mal sehen? Was ist denn das jetzt, mein Gott? Ist denn das jetzt so wichtig? Ja, es ist wichtig. Also gut, dann Moment, dann hole ich ihn. Ich habe ihn im Auto, bin gleich wieder da. Na gut, es gibt drei Schlüssel. Und? Das besagt gar nichts. Die kann man doch beliebig nachmachen. Nur wenn man den Schlüsselpass hat. Für ein einfaches Tor? Mhm. Woher wissen Sie das? Ja, vom Schlüsseldienst. Glauben Sie, dass mein Vater was mit der Sache zu tun hat? Das können wir noch nicht sagen. Nee. Sowas hat er nie gemacht. Nie. Mein Vater war immer absolut korrekt. Ich meine, der hat noch nicht mal das Finanzamt beschissen. Und wenn ich das schon höre, von wegen gut verstanden. Die bei? Tja. Das ist der dritte. Erlauben Sie, darf ich? Einen brauchen wir schließlich, um die Halle zu öffnen. Wenn es auch schwerfällt, muss ich ja weitergehen. Das hat dein Vater immer gesagt. Was auch geschieht, der Betrieb muss laufen.
Telegramm. Wer ist noch im Haus? Keiner. Deine Frau? Ist tot. Mach keinen Scheiß. Wo ist das Behandlungszimmer? Komm. Du untersuchst ihn jetzt. Fang an. Allmächtiger. Der Mann muss ins Krankenhaus und das schnell. Da kann ich gar nichts machen. Doch, du kannst. Zeig, was du gelernt hast. Der Mann muss operiert werden. Wie soll ich denn das hier machen? Außerdem bin ich kein Chirurg. Ich bin praktischer Arzt. Fang endlich an. Bring ihn über den Berg. Ich habe überhaupt keinen Bock, dich alle zu machen. Schwach und unregelmäßig. Der Puls ist kaum zu spüren. Ja, dann mach doch endlich was. Mach was, du stehst nicht so dämlich rum. Davon wird auch nicht stärker. Ja, es tut uns furchtbar leid, dass wir Sie am Sonntag damit behelligen müssen, aber Sie wissen ja, was passiert ist. Wer ist denn hier der Meister? Ich. Rainer Krull. Herr Krull, dann gehen wir doch in Ihr Büro. Der nächste Modell. Also, kommen Sie dann bitte mal her zu mir. Ja. Holen Sie die Tischlampe. Lichtkegel genau auf die Wunde. Unmöglich, das ist unverantwortlich, was Sie von mir verlangen können. Ich Ihnen nicht machen. Dann nicht reden, weitermachen. Nee, der wäre mir aufgefallen. Solche Luxusdinge haben wir hier noch nie gehabt. Noch nie? Nicht einen. Ja, aber gestern hat hier einer gestanden. Ferrari. Vorgestern hat hier keiner gestanden. Also gestern schon, und das müssen Sie doch eigentlich wissen. Sie sind doch der Werkmeister. Ja, 5 Tage in der Woche. Am Wochenende bin ich Rainer Krull und sonst gar nichts. Wollen Sie damit sagen, dass nur am Wochenende solche... Ich will gar nichts sagen, aber wenn hier wirklich geklaute Wagen umgespritzt worden sind, was ich nicht weiß, dann kann das nur zwischen Freitagnacht und Montag früh gemacht worden sein. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären. Was haben Sie denn letzte Nacht gemacht? Geschlafen, wie ja wohl die meisten Menschen. Herr Krull, zum großen Werkstor gibt es 3 Schlüssel. Einen davon haben Sie. Hm? Können wir den mal sehen? Ja, klar. Einen Augenblick. Hier. Er ist nicht da. Der Schlüssel ist weg. Da hat er immer gelegen. Das merken Sie erst jetzt? Ja, das sehen Sie doch. Meistens hat der Chef abgeschlossen oder sein Bruder. Ich habe das selten gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wann. Er ist weg, verschwunden. Wir würden aber gerne wissen, wo er ist. Ich auch. Mein Gott, legen Sie doch das Ding da weg und helfen Sie mir lieber. Hier, ziehen Sie den Schnitt auseinander. Ach, schmeißen Sie doch diese Handschuhe weg. So geht das doch nicht. Weg damit. So, hier. So, da einsetzen und ganz leicht ziehen. Ja, nicht so stark. Ganz vorsichtig. Gut so. Ruhig noch ein bisschen mehr. Ja. Stopp, so lassen. Genau so. Wissen Sie, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Schwer gearbeitet. In meinem Alter sollte man eigentlich stolz auf irgendetwas sein, was man geschaffen hat. Ich habe aber nichts. Kein Haus, kein Bankkonto. Nur meine Rente später. Glauben Sie wirklich, ich fange jetzt noch an, mit krummen Touren das große Geld zu machen? Das haben wir ja nicht behauptet. Na ja, Sie verhören mich aber so. Wir wollen doch nur wissen, ob Sie den Ferrari gesehen haben. Am Freitag? Ja, Freitag. Freitag war um 3:30 Feierabend. Da war der Ferrari noch nicht da. Und Sonnabend? Was haben Sie Sonnabend gemacht? Sonnabend Nacht? Dasselbe wie immer, auf meine Enkelkinder aufgepasst. Ja. Das mache ich jedes Wochenende so. Wie viel haben Sie denn? 7. Oh, hören Sie mal. Und da sagen Sie, Sie hätten keinen Grund, um stolz zu sein? Naja, so kann man es auch sehen. Ja. Vielen Dank, Herr Dorfner. Ja, das war's dann schon. Auf Wiedersehen.
Das gibt's doch nicht. Die müssen doch mit irgendjemandem zusammengearbeitet haben. Also bis jetzt haben wir nur die Aussagen. Noch ist jeder im Spiel. So lange jedenfalls, bis ihr die Aussagen überprüft habt. Du sagst ihr? So ist es. Du meinst aber Pepe und mich, ne? So ist es. Ich kurbel die Fahndung an und fahr zum Donner. Wir brauchen jetzt jede Unterstützung. Okay. Pfusch. Absoluter Pfusch. Ich sag's Ihnen noch mal, der Mann muss ins Krankenhaus. Der stirbt Ihnen sonst. Ich komme nicht an die Kugel ran. Die muss raus. Der Mann muss richtig versorgt werden. Der braucht einen Spezialisten. Nicht einen Landarzt, der Aspirin verschreibt. Fertig? Schauen Sie ihn sich doch an. Er lebt ja kaum mehr. Verschwinden Sie und lassen Sie ihn hier. Ich rufe einen Krankenwagen. Nächster. Sie bringen ihn um. Ich habe Sie gefragt, ob Sie noch was für ihn machen können. Ich habe alles getan, was ich konnte. Und das war verdammt wenig. Komm. Nein. Komm. Was wollen Sie doch von mir? Nicht. Komm. Baby. Kümmere dich ums Telefon. Komm. Nein. Super Keller, keine Fenster. Über eine Stalltür. Wieder los. Scheiße. Komm. So. Und, was ist? Es ist doch echt gut, dass es noch neugierige Hausmeisterinnen gibt. Warum? Die Frau war überhaupt nicht mehr zu stoppen. Laber, 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 wie ein Wasserfall. Ohne Luft zu holen. Bin sie gar nicht mehr losgeworden. Ja, und was ist denn? Also, er hat tatsächlich seine 7 Enkelkinder bei sich in der kleinen Bude oben gehabt. Was, die ganze Nacht? Ja, die haben bei ihm geschlafen, musst dir mal vorstellen. 65 Quadratmeter, eine Toilette, die Kids müssen um das Ding Krieg geführt haben. Jedenfalls haben sich die Nachbarn über den Krach beschwert. Naja, das heißt aber immer noch nicht, dass er zu Hause war. Doch, er war zu Hause. Und zwar hat ihn die Hausmeisterin zweimal verwarnt. Einmal um 12 und dann noch mal gegen 2:30. Die muss einen Zoff gemacht haben. Ja, da bist du der Rainer Kröll, der Mann ohne Schlüssel. Entschuldige, dass du warten musstest, aber ich habe mich noch ein bisschen hingelegt. Diese Aufregung macht einen ganz schön fertig. Es geht vorüber. Du scheinst leichter zu nehmen. Es muss doch weitergehen. Hast du heute Morgen selbst gesagt. Was gibt's, Dieter? Ich war bei dem Arzt, bei dem Vater in Behandlung war. Hm? Er behauptet, dass er seit 3 Monaten keine einzige Tablette mehr verschrieben hat. Tja. Was hattest du denn erwartet, dass er sich auf die Brust schlägt und mea culpa schluchzt? Ist das alles, was er dir gesagt hat? Er sagte auch, dass eine Überdosierung dieser Medikamente sehr gefährlich sei. Sie kann sogar einen Kurzschluss herbeiführen. Aber es bedarf immer noch eines Anlasses, so einen Schritt zu tun. Der Auslöser für sowas, verstehst du? Ja, natürlich, ist ja nicht schwer. Was kann das gewesen sein? Bin ich überfragt. Ist irgendwas vorgefallen, irgendwas passiert? Keine Ahnung. Warum hat er das gemacht? Warum? Ich bin überzeugt davon, dass das waren diese Scheißpillen. Anders hat er nicht gehabt. Wo steckst du denn? Ich stehe wie auf Kohlen. Da ist was dazwischen gekommen. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber du warst schon weg. Das ist Kollege Schöller vom K3. Steig ein. Sei nett zu ihm. Er hat eine harte Nacht hinter sich. Was, die Schießerei war außer Benninger? Woher weißt du das denn schon wieder? Hab ich gehört im Radio. Das ist doch nicht zu fassen. Und ich habe extra gesagt, alle Schotten dicht. Was ist, Willi? Hat's geklappt? Die Siegwing gehört uns. Ich habe getauscht.
Hat mich einen halben und zwei kurze gekostet. Kriegst du wieder. Was hat die Sea Queen geladen? Aggregate, Traktoren, Kranteile, jede Menge Nähmaschinen. Keine Autos? Nee, keine Autos. Umso besser. Das erleichtert deine Arbeit. Wenn du einen Exoten siehst, kann das nur ein Geklauter sein. Wann fertigst du sie ab? Ja, du bist gut. Ich müsste schon längst da sein. Seit einer Stunde schon. Morgen, mein Junge. Morgen ist gut. Danke, keine Sahne. Habe ich doch nie genommen. Ja, das war ja Papa. Papa hat auch immer schwarz getrunken. Von ihm habe ich's ja. Ich bin halt ziemlich durcheinander. Es ist ja auch kein Wunder. Wo warst du? Bei Dr. Kleber. Er sagt, für den Selbstmord muss es einen Anlass gegeben haben. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Sag nicht immer gleich, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Dann überleg verdammt noch mal, irgendwas muss es doch geben. Ich weiß es nicht und wenn du mich totschlägst, ich weiß es nicht. Was fragst du mich? Weil du seine Frau warst. Mit dir muss er doch gesprochen haben. Mit wem sonst? Bitte, bitte. Bitte, ich flehe dich an. Sei still. Mir platzt der Kopf. Die Migräne ist wieder da. Oh, vielen Dank, das hast du mal wieder fabelhaft hingekriegt. Entschuldigen Sie. Mein Name ist Bayer. Können Sie mir vielleicht sagen, wo Herr Krull ist? Na ja, der wird noch schlafen. Was um die Zeit? Er ist heute Morgen nach Hause gekommen. Erst heute Morgen? Ja, wenn Sie lange genug klingeln, dann wird er schon aufmachen. Ach, lassen Sie mal, wir lassen ihn schlafen. Hm, nächstes Mal. Er ist jetzt schon eine ganze Zeit auf dem Schiff. Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wenn er was gefunden hätte, dann wäre er schon hier. Danke sehr. Sieht nicht gerade nach Erfolg aus. Nichts. Kein Fahrzeug. Nicht mal ein Moped. War nicht anders zu erwarten. Nach der Radiomeldung müssen die gern Dachschaden haben, wenn die geklaute Autos an Bord nehmen. Aber das sind doch mehrere Banden am Werk, nicht nur unsere. Na klar, aber denen ist das zu heiß hier. Die warten ab, bis es wieder ruhiger ist. Schade, über den Abnehmer hätten wir an die Bande kommen können. Tja, man kann im Leben nicht alles haben, Ecki. Geht's dir ein bisschen besser? Soll ich einen Arzt holen? Der kann mir auch nicht helfen. Magst du eine Tablette, hm? Hab ich schon. Mehr als ich darf. Ich treffe mich mit Claudia. Aber wenn du willst, kann ich... Nein. Genau. Lass mich allein. Ich kann sowieso kaum sprechen. Ruh dich aus. Ich bin um 8 wieder hier. Spätestens. Es ist furchtbar. Wie wenn man stirbt. Also, Herr Krull, Sie waren nicht hier letzte Nacht. Doch. Ich habe ferngesehen und bin dann ins Bett gegangen. Na, was haben Sie denn gesehen? Was habe ich gesehen? Naja, Sie müssen doch wissen, was Sie gesehen haben. Das habe ich vergessen. Das war nur so Berieselung. Ich habe den Kasten laufen lassen. Aber in Gedanken war ich bei meiner Frau. Sie waren nicht nur in Gedanken bei Ihrer Frau, Sie waren überhaupt nicht da. Doch. Ich war hier. Also damit kommen Sie bei uns nicht durch, Herr Krull. Das überzeugt uns nicht von Ihrer Unschuld. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ja, dann sagen Sie uns doch einfach, wo Sie waren. Ich war hier. Hat keinen Zweck. Der Typ verarscht uns. Ich habe langsam die Schnauze voll von Ihrem Ich war hier. Das war ich aber. Jetzt hören Sie mal gut zu, Herr Krull. Wenn Sie mit der Sauerei was zu tun haben, dann nageln wir Sie auch fest. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn Sie aber unschuldig sind und eine falsche Aussage machen, dann machen Sie sich trotzdem strafbar. Also,
Überlegen Sie sich das nochmal. Da brauche ich nicht zu überlegen. Ich würde es trotzdem tun. Sie haben nicht mehr viel Zeit, nur bis heute Abend. Dr. Wenzel! Dr. Wenzel, machen Sie auf! Ist wichtig! Dr. Wenzel! An was denkst du? An nichts. Nichts Besonderes. Versuch doch mal abzuschalten. Du grübelst zu viel. Ach komm, das stimmt doch gar nicht. Naja, wenn ich mit dem Mund fusselig geredet hätte, dann würdest du jetzt noch zu Hause hocken und grübeln. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte ja auch nicht gerade viel zu lachen in letzter Zeit. Der Film bringt dich auf andere Gedanken. Halt an. Halt an. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann jetzt einfach nicht ins Kino gehen. Es geht nicht. Sei nicht böse. Ich bin nicht böse. Versteh dich ja. Ich war bei Kalle. Er ist über den Berg. Ihm geht sogar so gut, dass er schon die Schwestern nervt. Wieso knallt er die Schwestern in den Po? Das nicht. Aber er versucht sie zu belatschern, dass sie ihm seine Zigarillos bringen. Ja. Übrigens, vor einer Stunde war im Radio ein Bericht über die Schießerei. Wie sind die da rangekommen? Durch dieser Schmidt hat angerufen. Er wollte wissen, was los ist. Und da hast du es ihm rührbar erzählt. Ich habe ihm gesagt, dass er es zurückhalten soll. Sag mal, bist du noch zu retten ausgerechnet, Schmidt? Der platzt doch vor Ehrgeiz. Er würde den Tod seiner Großmutter erst in die Presse geben, bevor er den Arzt holt. Ich habe ihm gesagt, dass er es zurückhalten soll. Das war fest abgemacht. Oh, mancher lernt es nie. Ecki? Hier ist der erste Teilbericht von Dr. Hausmann. Ach, erzähl, was drin steht. Ich habe jetzt keine Zeit. Naja, man hat jede Menge Psychopharmaka in Benningers Magen gefunden. Aber der Haartest hat ergeben, dass er in den letzten 2 Jahren kein Kokain genommen hat. Komisch. Wie kommt denn dann das Zeug in seinen Schreibtisch? Keine Ahnung. Aber viel wichtiger ist, dass Stolzi recht hatte. Das war kein Selbstmord. Man hat Benninger niedergeschlagen und dann aufgehängt. Kirchhof gerade rein. Womit hat man ihn niedergeschlagen? Wir haben noch nichts gefunden. Mit einem der Sandsäcke, die da rumlagen. Das gibt höchstens eine kleine Beule, aber kein Blut. Ecki, in der Nähe von Jesseburg ist ein Arzt überfallen worden. 2 maskierte Männer haben ihn gezwungen, einen Angeschossenen zu versorgen. Geht ja schneller, als ich dachte. Schreib die Adresse auf und sag, wir kommen. Okay, wo war das? Für deine Mutter? Ich denke, die ist krank. Das war sie auch. Jedenfalls vor einer halben Stunde. Ich konnte kaum sprechen. Naja, jetzt scheint sie ja wieder ganz schön gut zu gehen. Ja, ein Wunder. Na los, mal sehen, was hinter dieser wundersamen Heilung steckt. Mal fragen, ich weiß es nicht. Die waren doch maskiert die ganze Zeit über. Nicht mal die Handschuhe haben die ausgezogen. Wir haben auch nicht einen Abdruck gefunden. Das habe ich auch nicht erwartet. Das heißt, Moment, einer von den beiden hat mir geholfen, ohne Handschuhe. Da, diese Pinzette hat er nicht berührt, bitte. Die hat er gehalten. Herr Körner, gucken Sie sich diese beiden Pinzetten bitte mal an. Da haben wir etwas drauf.
Das könnte brauchbar sein. Dann sofort zur Auswertung. Und so schnell wie möglich. Und machen Sie ein bisschen Dampf. Was machen die denn da? Streiten die? Sieht fast so aus, als ob er sie tröstet. Aber wegen was? Na, hör mal, wegen deinem Vater, was sonst? Und deswegen gehen die extra in den Stadtpark? Meine kranke Mutter? Mein lieber Onkel, dem der Tod seines Bruders eigentlich scheißegal ist? Jetzt sei nicht unfair. Unfair? Du kennst doch deinen Stiefvater besser als ich. Der Tod deiner Mutter hat ihn ja auch nicht gerade umgebracht. Also, davon will ich jetzt nichts hören. Ich finde das auch nicht gerade anständig, was wir hier machen. Verrückt werden. Von welcher Seite ich es auch anpacke, ich ende jedes Mal in der Sackgasse. Soll der liebe Kollege dir mal helfen? Ich drehe dem lieben Kollegen gleich in den Hintern. Ach komm, jetzt reg dich doch nicht auf. Sag mir lieber, wie ich dir helfen kann. Indem du zuhörst. Mach ich. Also. Benninger ist tot. Ermordet. Aber damit können die Autogangster eigentlich nichts zu tun haben. Und trotzdem besteht zwischen ihnen und Benninger irgendein Zusammenhang. Ohne sein Wissen hätten die nie die Wagen umspritzen können. Und was ist, wenn er am Wochenende nie da war? Aber die mussten doch damit rechnen, dass irgendwann mal jemand reinkommt. Eben. Stell dir doch mal vor, der platzt da rein, sieht, was in seinem Laden abläuft, macht ein Riesentheater. So, die schlagen ihn nieder und täuschen den Selbstmord vor. Und dann gehen alle schlafen und in der nächsten Nacht holen sie die Wagen. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. So. Das sind die Fingerabdrücke. Der dazu passende Mann, seine Akte, Vorstrafenregister, Gewohnheiten. Kamsweg, Otto Kamsweg. Nicht gemeldet. Nee, aber seine Frau wohnt in Wandsbek und die besucht er manchmal. Dann lass sie überwachen. Schon geschehen. Sind weg, wird? Wenn du das nächste Mal den Mund hältst, ja. Weg? Ja. Ich war spazieren. Wo du so krank warst? Frische Luft hilft manchmal. Und? Hat's geholfen? Nein, nicht viel. Ich leg mich gleich wieder hin. Tu das. Bitte? Ich sagte, tu das. Wolltest du dich nicht mit Claudia... Wolltest du dich nicht mit ihr treffen? Ich hab mir gedacht, wenn es dir so schlecht geht, dann... Bleibe ich lieber zu Hause. Ja, ja, ich leg mich hin und mach mir Kompressen. Das hilft meistens am besten. Stell doch mal die Kiste ab. Ich glaube, der ist alle. Ja. Der ist hinüber. Sicher? Er hat keinen Puls mehr und atmen tut er doch auch nicht. Oder siehst du was? Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sei doch mal ruhig. Kanntest du ihn gut? Hey, was machen wir jetzt? Zurück. Nach Hamburg? Was sollen wir jetzt noch in Zelle? Der Sani kann ihm nicht mehr helfen. Wir fahren nach Wandsbek zu meiner Frau. Ist das nicht gefährlich? Die können bis jetzt noch nichts von uns wissen. Unmöglich, unmöglich. Von dir schon gar nichts. Du gehst zu meiner Frau. Ich? Wir brauchen Kohle. Sag ihr, Cobra. Dann wird sie dir geben. Der? Wo lassen wir ihn? Im Wagen. Wo schon?
Komm, Schritt rüber. Okay. Ja, was ist nun, ob ihr was gefunden habt? Ja, ja. Mit dem hier hat Kamsweg lange in einer Zelle gesessen. Ist das gleiche Kaliber wie er, Bruno Jelinek. 1978 werden in einem Radiogeschäft 19 Fernseher geklaut. Der eine Täter ist Kamsweg, der andere Bruno Jelinek. 1983 wird ein Buchmacher lebensgefährlich zusammengeschlagen. Die Täter werden gefasst. Der eine ist Otto Kamsweg, der andere Bruno Jelinek. 1987 kriegt Kamsweg ein halbes Jahr wegen Hehlerei. Sein Dieb fängt 9 Monate ein. Er heißt Bruno Jelinek. So, und jetzt der Haupttreffer. 1989 werden zwei Männer bei einem Banküberfall überrascht. Sie versuchen, sich den Weg freizuschießen. Der eine heißt Otto Kamsweg, der andere Bruno Jelinek. Woher weißt du? Die Leute, die Kamswegs Frau überwachen, müssen sofort ein Foto haben. Und zeigt es auch den Angestellten von Benninger. Dann fahre ich mal nach Wandsbek. Ach, schlau. Und ich kann am Sonntag versuchen, die Angestellten aufzutreiben. Ecke, wenn was ist, wo kann ich dich erreichen? Bei Benninger. Okay. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut. Wenn ich dir doch nur irgendwie helfen könnte. Wie konnte das passieren? Der Arzt hat doch gesagt, sie hat das Schlimmste überstanden. Ärzte sagen viel. Der wollte mich doch bloß so schnell wie möglich wieder loswerden. Und vielleicht ist es gut so. Für sie und auch für dich. Ich hab's gewusst. Ihr neues Kleid hat immer draußen am Schrank gehangen und plötzlich war es weg. Da habe ich gewusst, sie hat sich aufgegeben. Quäl dich nicht so, Rainer. Sie hat's jetzt hinter sich. Sie hat's überstanden. Ja, Kroll? Lassen Sie mich zufrieden. Und rufen Sie mich nie wieder an! Wer war das? Einer von der Zeitung. Er wollte mich sprechen, weil ich einer der Hauptverdächtigen bin. Ein mieses Pack. Wie die Geier. Wenn sowas in der Zeitung steht, springe ich vor Michael. Wegen solcher Schmierfinken. So weit kommt's noch. Was würdest du denn tun? Den Schlüssel finden. Denk nach, wann hast du ihn zuletzt in der Hand gehabt? Das hat doch alles keinen Zweck. Überleg mal, wann war das? Das weiß ich nicht. Meistens hat Benninger selbst abgeschlossen. Benninger interessiert mich nicht. Wann hast du zuletzt abgeschlossen? Ich weiß es nicht mehr. Vor 3 oder 4 Wochen etwa. Ja. Da hat Benninger zu mir gesagt, ich soll abschließen. Und hast du abgeschlossen? Ja. Das heißt, nein. Nein, der Arzt hat ja auf mich gewartet und da habe ich Dorfner gebeten, er soll für mich einspringen.
Und nachher hast du den Schlüssel nicht mehr gebraucht. Nee. Ruf ihn an. Ruf Dorfner an. Wer? Was soll denn das sein? Wir kennen Sie einen von denen. Nee. Nee, nicht einen. Wer sind denn die? Zwei von ihnen haben letzte Nacht versucht, den Ferrari zu holen. Was sind da? Da fragen Sie mich, ob ich die kenne. Ja. Also, ich muss schon, haben Sie noch mehr so absurde Fragen? Wieso denn absurd? Na, hören Sie mal, ebenso gut können Sie mich fragen, ob ich Jack the Ripper kenne. Herr Benninger, ohne Unterstützung konnten die Gangster an den Wochenenden die Autos nicht umfrisieren. Also, wenn Sie damit meinen Bruder meinen, dann sage ich Ihnen ein für alle Mal, mein Bruder war krank, aber er war kein Verbrecher. Ja, dann regen Sie sich nicht auf. Das sind doch alles nur Überlegungen, die wir nun mal anstellen müssen. Mein Bruder war vermögend, der hat es nicht nötig gehabt, sowas zu tun. Das wäre ein Trinkgeld für ihn gewesen. Übrigens, was ich Sie noch fragen wollte, wissen Sie genau, ob Ihr Bruder Kokain genommen hat? Ja. Haben Sie es gesehen? Ja, er hat es mir selbst gesagt. Warum fragen Sie? Oh, nur so. Das hat nichts weiter zu bedeuten. Altes Zuhause hat sich aber noch nicht sehen lassen. Und gekommen ist auch noch keiner. Großzügig. Ich sag ja, Vater Staat lässt seine Diener nicht verkommen. Na komm, beschwer dich mal an der richtigen Stelle. Das Grand Hotel wäre mir persönlich auch lieber. Weißt du, ich stell mir mal vor, der Krieg wäre gerade vorbei. Dann kriegst du sowas runter. Guck dir das an. So klein und schon ein Krog. Also pass auf, nicht eingreifen. Nur beschaffen. Mann, wenn das jemand noch mal zu mir sagt, krieg ich einen Schreikram. Kräuterbonbons? Jede Menge. Alle Kräuter, die Sie haben wollen. Bitte hier. Hey, Frau. Danke. Wirkst verdammt echt. Vielleicht wechsle ich den Beruf. Was für Bilder habt ihr von ihm? Nur das von Kamsweg. Hier, in der Zeitung sind noch andere. Wahrscheinlich von dem, mit dem er das Ding gedreht hat. Gut, ich werde weitergehen. Hier, die sind besonders gut gegen Husten. Ich habe keinen Husten. Ja, dann die vielleicht. Die machen ganz kleine Füße. Pass auf, wenn Kamsweg jemanden schickt und nicht selber kommt, dann nur beschatten. Nicht zugreifen, ist klar? Gut. Ach, hier, und das sind Kräuter der Provence. Die sind gut gegen alles. Dann nehme ich die. Moment, mein Herr. Ich krieg noch 2 Mark von Ihnen. Du solltest wirklich in die freie Marktwirtschaft gehen. Hier habe ich ihn reingelegt, wie immer. Aber er ist nicht da. Ja, dann hat ihn jemand rausgenommen. Willi, ich bin in der Klemme. Überleg mal, ob du dich nicht irrst. Ich weiß es verdammt noch mal. Ich wollte das Tor abschließen, aber der Schlüssel hat geklemmt. Das hat er doch immer. Ja. Und darum habe ich ihn nachgefeilt und dann hier reingelegt. Was hast du? Nachgefeilt. Gangbar gemacht. Was ist denn jetzt wieder los? Wir müssen zur Kripo. Das sind genau die Medikamente, die dein Vater genommen hat. Ja, aber das Rezept ist nicht auf Rudi, sondern auf Gustav Benninger ausgestellt. Das ist ja das Seltsame. Hier steht Replikatur. Mit dem Rezept hier konnte er jede Menge Zeug bekommen. Immer wieder. Das hat er auch. Schau mal die vielen Stempel. Adlon-Apotheke. Dieser Schlüssel hier, der steckt im Schloss. Darf ich mal? Bitte. Nee.
Das ist nicht der Schlüssel, mit dem ich abgeschlossen habe. Bei dem anderen kann man die Schleifspuren sehen. Gott sei Dank, dann ist ja wohl alles klar. Noch nicht ganz. Sie haben uns immer noch nicht gesagt, wo Sie letzte Nacht waren. Muss das sein? Mhm. Wenn ich aussage, bleibt das dann unter uns? Kommt ganz drauf an, wo Sie waren. Also gut. Na, du hältst ja sowieso den Mund. Wissen Sie, ich habe einen Haufen Schulden. Krankenhaus, Ärzte, Gutachter. Vor allem die Ärzte. Und da habe ich am Wochenende einen Nebenjob gemacht. Nachtwächter bei der Holzfirma Semper. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Das ist verboten. Wenn Benninger das erfährt, schmeißt er mich raus. Der Mann ist bei der Frau aufgetaucht. Abwarten, nichts überstürzen. Erst eingreifen, wenn die beiden zusammen sind. Das haben wir denen schon eingetrichtert. Na, hoffentlich halten sich auch alle dran. Und seid vorsichtig, die Kerle sind gefährlich. Deine Augen aufgemacht. Ja, was glaubst du denn? Ich bin sicher, dass dir keiner gefolgt ist. Ganz sicher. Hier, das Geld. Wo hast du die Zigaretten? Zieh deine Handschuhe wieder an. Wir müssen ja sowieso bald weg. Aber erst, wenn es dunkel ist. Je früher, desto besser. Das hier ist doch eine Falle. Ja, wenn du gepennt hast. Hab ich nicht. Ich sag doch, mir ist keiner gefolgt. Aber was ist mit deinem Freund? Dem die Bruchbude hier gehört. Der ist in Ordnung. 100%? 150%. Wann kriege ich denn wieder? Heute Abend noch. Was wollen Sie damit? Sie haben doch schon die anderen beiden. Ja, die sind bei der KTU. Ich brauche den Schlüssel, weil ich noch mal in die Halle muss, damit wir sie morgen freigeben können. Ich dachte, das wäre sie schon. Nein, nein, noch ist das Siegel drauf. Dankeschön. Wiedersehen. Das ist vielleicht eine Scheißkarte. Halt's Maul! Tut das nicht. Wir gehen zu Fuß. So eine Scheiße. Hände auf! Hände auf! Hände auf! Hände auf! Ohne Verteilerfinger geht gar nichts. Idiot. Hallo, Ecki. Was gibt's? Hier, der Bericht über die Medikamente. Oh, danke, das ging aber schnell. Sag den Kollegen vielen Dank. Oh, ich glaube, die pfeifen drauf. Die sind ziemlich sauer, dass du sie so in Trab hältst. Ich soll dir bestellen, du sollst mal Pause machen. Ja, mach ich. Sag ihnen, ich gehe bald in Urlaub. Hier, bring ihn zurück. Wir haben alle beide. Hast du was rausgekriegt aus ihm? Aus Kampfsweg? Hm? Nee, das ist ein sturer Hund, aus dem kriegst du nichts raus. Der gibt nicht mal zu, dass er Kampfsweg heißt. Und der andere? Das genaue Gegenteil. Den brauchst du nur anzutippen und schon läuft er aus. Der will billig davon kommen. Wo steckt denn der jetzt? Na, hier bei Pepe. Das können Sie mir nicht anhängen. Ich habe gefahren. Nicht geschossen, nicht einen Schuss. Das ist eine hübsche Liste. Raub, Diebstahl, Körperverletzung, Banküberfall, eigentlich alles.
Nur organisierter Autoklau war bis jetzt noch nicht dabei. Sagen Sie, wie lange arbeiten Sie schon in dieser Branche? Das war für mich das erste Mal. Kommen Sie, das können Sie mir nicht erzählen. Von wem haben Sie denn den Auftrag bekommen? Von Kamsweg. Und er? Telefonisch, über seine Frau. Wer hat denn Frau Kamsweg angerufen? Stimmt es, dass Benninger tot ist? Ja. Er hat angerufen. Kannten Sie Benninger? Nein, ich weiß nur, dass ihm die Hallen gehören. Und Sie wissen genau, dass der angerufen hat? Ja. Und wenn Kamsweg am Sonnabend mit seiner Frau telefoniert hätte, wären wir jetzt nicht in dem Schlamassel. Wieso? Was meinen Sie damit? Ja, Benninger wollte alles abblasen. Aber die Frau hat uns nicht mehr erreicht. Wir waren schon unterwegs. Und Kamsweg, der blöde Hund, hat sich bei ihr nicht gemeldet. Wann hat Benninger denn Frau Kamsweg angerufen? Am Sonnabend, vormittags. Wie kann denn jemand am Sonnabend telefonieren, der seit Freitagnacht schon tot ist? Du bist wieder da? Was ist mit dir und Onkel Gustav? Wie, was mit mir? Nichts. Gar nichts. Wie kommst du denn auf sowas? Das ist doch absurd. Onkel Gustav kümmert sich um mich, weil ich verzweifelt bin, weil ich fertig bin. Meine Nerven machen nicht mit. Ja, weil du Angst hast. Ja, natürlich habe ich Angst. Ich habe immer Angst. Ich habe mein ganzes Leben lang Angst gehabt. Was hat denn das damit zu tun? Du hast Angst, dass rauskommt, dass ihr beide Vater systematisch in den Tod getrieben habt. Was haben wir? In den Tod? Du bist wohl verrückt geworden. Wir haben deinem Vater geholfen. Nicht geholfen. Nachgeholfen habt ihr. Ihr habt ihm so viel von den scheiß Pillen, Tabletten und Tropfen verpasst, bis er nicht mehr weiter wusste und Schluss gemacht hat. Ich nicht. Von mir hat er nichts bekommen. Woher sollte ich denn sowas kriegen? Von der Adlon-Apotheke. Ich habe mit dem Apotheker gesprochen. Du warst 3 oder 4 Mal bei ihm. Warum? Warum sollte ich sowas tun? Weil du ihn loswerden wolltest. Du hast ihn gehasst. Solange ich denken kann, hast du ihn gehasst. Ja. Weil er mich um mein Leben betrogen hat. Ich war nichts für ihn. Nicht so viel. Er hat mich nicht mal angesehen. Kein Wort hat er mit mir geredet. Nicht ein einziges Wort. Jahrelang. Ich war allein. Einsam. Kein Mensch hat sich um mich gekümmert. Und dann kam Onkel Gustav. Jetzt verstehe ich. Du wolltest deinen Mann loswerden und Onkel Gustav wollte das, was er schon immer wollte. Die Firma. Das ist nicht wahr. Du reimst dir da was zusammen, was überhaupt nicht stimmt. Vielleicht war das der Anlass. Wenn ich dir sage, dass es nicht so ist. Mit seinem Tod habe ich nichts zu tun, das schwöre ich bei meinem Leben. Wohin gehst du? Zu Gustav. Ich bringe ihn zur Polizei. Und wenn ich ihn hinschleppen muss. Seit 2 Tagen kommen Sie und bombardieren mich mit Ihren Fragen. 2 Tagen versuchen Sie, eine Beteiligung der Belegschaft und der Geschäftsleitung an diesem Verbrechen zu konstruieren. Seit 2 Tagen verdächtigen Sie nacheinander Leute, die sich ein Leben lang nichts haben zu Schulden kommen lassen. Erst mein Bruder, dann Herrn Krull und jetzt mich. Sagen Sie was? Ich frage Sie, was fällt Ihnen noch alles ein? Wie Sie wollen. Ziehen wir Bilanz. Zuerst das, was für Sie spricht. Sie haben ausgesagt, dass Sie in der Nacht zum Sonnabend die ganze Zeit zu Hause gewesen wären. Das können wir Ihnen nicht widerlegen. Also ein Punkt für Sie. Ja, damit hat es sich dann aber auch schon. Ach, verzeihen Sie, können Sie mir bitte die Sache noch überreichen? Wenn ich etwas... Danke, wenn ich eins hasse, dann schwarzen Kaffee. Aber bitte, bitte machen Sie doch weiter. Der Schlüssel, den Sie mir gegeben haben, ist nicht Ihrer, wie Sie behaupten. Den hier, den haben Sie aus der Schublade von Herrn Krull genommen, als Sie Ihren Schlüssel angeblich aus dem Wagen holen wollten. Wie wollen Sie das beweisen? Ein Schlüssel sieht wie der andere. Der hier nicht. An dem hier hat Herr Dorfner gefeilt. Ihr Schlüssel hat im Schloss vom Tor gesteckt. Das ist eine Behauptung, die Sie niemals aufrechterhalten. Diese Medikamente haben wir im Schreibtisch Ihres Bruders gefunden. Aber auf keiner Packung waren seine Fingerabdrücke. Nur Ihre. Ja, und? Mein Bruder hatte mich gebeten, sie für ihn zu besorgen. Ich wollte ihm helfen.
Ist das ein Verbrechen? Sie haben die Medikamente in den Schreibtisch Ihres Bruders gelegt, um damit den Selbstmord wahrscheinlicher zu machen. Sie haben ja auch immer wieder versucht, uns den Selbstmord einzureden. Ja, weil es Selbstmord war. Nein! Nicht rein. Ich gehöre zur Familie, ich muss zu meinem Onkel. Nicht jetzt, das geht ich nicht. Ich bin der Neffe von Herrn Benninger. Tut mir leid, es darf jetzt niemand rein. Peter, komm mal mit. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was hier überhaupt los ist? Ja, komm aber erst mal mit. Die verhören jetzt Gustav, mich haben sie auch schon verhört. Ist alles viel schlimmer, als wir gedacht haben. Sie müssen zugeben, eine überzeugende Liste unserer Beweise. Wir können Punkt für Punkt beweisen, dass Sie Ihren Bruder vorsätzlich und hinterlistig ermordet haben. Nein, nicht vorsätzlich, auch nicht hinterlistig. Wie denn? Ohne nachzudenken, in Panik. Mein Bruder ist... Woody ist... Er ist nie am Wochenende in die Firma gekommen. Nie, nie. Und ausgerechnet an diesem Sonnabend taucht er in der Hölle auf. Morgens um 4. Als er kam, da waren die Leute schon weg, aber der Ferrari stand da. Frisch lackiert, musste nur noch trocknen. Und ich war da. Rudi wusste sofort, was gespielt wird. Und ich hatte ihm früher schon mal sowas vorgeschlagen. Er war außer sich. Er hat mich beschimpft und bedroht. Ich bring dich in den Knast, hat er geschrien. Ich mach dich so fertig, dass nicht mal ein Hund mehr ein Stück Brot von dir nimmt. Der war völlig ausgerastet. Dann hat er einen Kuhfuß genommen, ist auf mich losgegangen. Zwei, dreimal konnte ich ihm ausweichen, aber musste mich verteidigen. Der hätte mich totgeschlagen. Da habe ich einen Sandsack genommen. Und als er dann vor ihnen lag, da wurde ihnen plötzlich klar, dass sie alles verlieren würden. Alles. Ihre gesellschaftliche Stellung, was sie sind, was sie besitzen und ihre Freiheit. Denn sie wussten, dass ihr Bruder fest entschlossen war, sie ins Gefängnis zu bringen. Und da kam ihnen der Gedanke, ihn zu beseitigen. War es so? War es so, Herr Benninger? Und Ihre Schwägerin, wusste sie was davon? So, jetzt hätte ich Lust auf ein Chili. Da gibt's ein unheimlich gutes Chili con Carne. Oh, nee. Gehen wir lieber zu Kalle ins Krankenhaus und danach will ich nur noch schlafen. Ich hoffe, sie lassen dich nie wieder raus.